Für die heutige Folge haben wir noch zwei Einsätze. Beim letzten Mal habe ich ja eins meiner ersten Gefechte gegen die Orks tatsächlich mal gewonnen. Und ja, ich habe hier drei Chaos-Missionen, die hier kommen. Hier habe ich eine Datenbergung gegen irgendwelche Ketzer. Konvoi, Konvoi, Durchbruch. Konvoi, Orks. Ich gucke mir mal hier gerade die Durchbruchmission an. Das ist nämlich auch wieder eine Minenwelt hier. Ob ich da Angreifer oder Verteidiger bin. Bin ich Angreifer mit 600 Punkten. Das sollte eigentlich machbar sein. Wir nehmen mal die gegen die Verräter. Und dann schauen wir mal. Da kann ich jetzt auch wieder aus dem Vollen schöpfen. Was meine Schiffe angeht. Ich nehme mal tatsächlich, glaube ich, hier den Widowmaker mit, damit ich einfach den Aufklärungsradius von dem ausnutzen kann. Mein einer Kreuzer ist leider noch im Warp gefangen für eine Runde. Kann ich leider nicht benutzen. Und dann gehen wir jetzt mal gegen die Verräter vor. Bevor die hier meine Minenwelt besetzen. Gucken, wie viele Plattformen das sind. Bei 600 Punkten, ich könnte mir 3 bis 4 vorstellen tatsächlich. Ja, 4 Stück. Relativ gerade hintereinander. Ja, wir nutzen Concentration of Force, würde ich sagen. Und ich greife die eben zusammen an. Also ich teile meine Flotte nicht auf. Wäre in dem Fall Quatsch, denke ich. Ach so. Bitte nicht da reinfahren, das wäre ganz übel. Kann hier schon mal Torpedos nach vorne schießen. Underway. Yes, Admiral. Enemy ship sighted. Awaiting orders. Awaiting orders. Ship ready. Changing course. So, ein bisschen Hektik. Enemy ship sighted. Really. Enemy ship sighted. Alter, erfolgreich, ey. Your orders. Course plotted. At your command. Awaiting orders. Enemy ship sighted. Ship ready. So gut, da ist schon mal ein Escortschiff draufgegangen vom Gegner. At your command. Ship ready. Natürlich ist hier dann erstmal ein Feuer am Start. Das ist kein Problem. Activating tactical cogitators. Ich frisst leider noch beide Torpedos. Das war jetzt eher ärgerlich. Oh mein Gott, was machst du denn hier? Ach du Scheiße. Das Schiff ist immer richtig schön hier in den Asteroidenschwarm reingeflogen. Activating tactical cogitators. Das war so natürlich nicht geplant. Enemy defense platform destroyed. Your orders. Activating tactical cogitators. Das Gute ist, dank der Nova Cannon und den Torpedos habe ich eine recht gute Chance, die Ziele hier fix kaputt zu machen. Your orders.
Yes, Admiral. Engines hot. Sieht das hier aus? Auch gut aus. Engaging. Enemy defense platform destroyed. Sehr gut. Die geben scheinbar ihre Plattform einfach auf. Ist auch interessant. Your orders? Das macht die Sache natürlich dann sehr einfach. Yes, Admiral. Enemy defense platform destroyed. Orders received. Also bisher scheint mein Ansatz hier zu funktionieren. Your orders? Außer dass dieses eine Schiff hier quasi fast schon im Arsch ist. Setting course. Ich versuche das mal ein bisschen wegzuziehen, eventuell warp ich das gleich raus. Auch wenn dann eben wieder die Chance besteht, dass er irgendwo im Warp verloren geht. Ship ready. Wenn ich beide Kreuzer mit Nova Cannons hätte, wäre es natürlich noch einfacher. Aber auch so wird es funktionieren. Lock on target. Yes, Admiral. Ja, die Mission sollten wir relativ easy jetzt im Sack haben. Your orders. Du flüchtest einfach weiter, alles cool. Initiate emergency repairs. Jo. Enemy defense platform destroyed. Engines hot. Dann auf zur Zone. Zwei von meinen Schiffen müssen durchkommen. Helm coordinates acknowledged. Changing course. Na genau, du fliegst ein bisschen so in das andere Asteroidenfeld. Dann haben wir auf jeden Fall alles gewonnen. Ship ready. Awaiting orders. Enemy ship sighted. Eigentlich könnte ich sogar mit meinen übrigen Kreuzern hier noch die restlichen Schiffe kaputt machen, denke ich mal. Understood. Ja, wobei, der kriegt schon wieder ziemlich das Maul. Setting course. Dann gehen wir lieber auf Nummer sicher. Understood. Und machen uns hier einfach weg. Engines hot. Ship ready. Your orders. Holy shit, mein Schlagkreuzer, dem besorgen ist gerade aber noch richtig hier. Yeah. One of our line ships has escaped. Natürlich. Meine Line-Ships müssen kommen, das heißt, eine Escort-Schiff da hinten drin bringt mir gerade gar nichts. Mit dem komme ich da nicht rüber. Aber ich komme auf jeden Fall durch. Okay, mein Escort-Schiff habe ich gerade erfolgreich geopfert im Asteroidenschwarm, aber kein Problem. Ich glaube, das war von den Missionen, die ich jetzt noch hatte, mit die einfachste. Die zweite werden wir uns auch noch gönnen. Gucken mal, welche wir nehmen. Ich habe nicht so viele Punkte für bekommen, weil ich nicht so viel zerstört habe. Aber immerhin, drei Beförderungen kann ich aussprechen, das ist schon mal gut. Wenn meine Crew sich weiterentwickelt, umso mehr Schaden richtig an und umso ja, bessere Schiffe bekomme ich sozusagen. Deswegen gehen wir jetzt gerade mal nach Port Moor und befördern unsere Crews. Ich glaube, ich werde tatsächlich hier den... Was werde ich machen? Den Navigator ausbauen. Damit meine Schiffe nicht ständig im Warp verloren gehen.
Zumindest bei einem, dann ist die Chance noch bei 30% statt bei 45. Das ist schon mal relativ viel wert. So, und hier konnte ich hier nicht irgendwie das Deck noch. Ja, hier kann ich den kritischen Schaden kompensieren. Oder ich nehme die verbesserte Kampfbrücke. Ich nehme hier die Kampfbrücke, denke ich mal. Ja, wir nehmen die Gürtelpanzerung. Wird einmal kritischer Schaden sozusagen absorbiert, wenn irgendein System getroffen wird. Das heißt, es geht nicht direkt beim ersten Mal dann kaputt, wie es momentan halt der Fall ist, und ich habe nicht so viele Ausfälle. So, eine Mission geht noch. Datenbergung gegen Ketzer. Konvoi, Konvoi, Konvoi. Konvoi ist halt echt nicht so geil gewesen in letzter Zeit. Was haben wir hier? Gegen Chaos, Meuchelmord auf Terra. Muss ich da wen morden oder mordet der Gegner? Gucken wir mal. Bin ich Verteidiger? Wir haben einen feindlichen Funkspruch abgefangen und das Ziel markiert, das sie vernichten sollen. Der Feind hat ihr Schiff als priorisiertes Ziel deklariert. Okay, muss ich einfach versuchen rauszuwarpen. Wir probieren mal die Mission. Und ich schau mal, ob es klappt. Unsere erste Mission gegen Chaos. Flaggschiff, was nehme ich denn? Am sinnvollsten ja. Das hier, The Avenger of Aura. Weil die mehr Schild hat. Genauso viel Rumpfpunkte wie der Schlachtkreuzer. Und ich gerade da das neue Deck eingebaut habe und hier das Vosch-Schild und der zusätzliche Deflektorschildgenerator. Das ist auf jeden Fall mein Flaggschiff, was angegriffen werden soll. Und dann nehme ich noch beide Schiffe damit und eine Sword Frigate. Ja, ich muss genau fliehen oder mein Schiff beschützen. Ich werde versuchen natürlich wegzuwarpen, sobald wie es geht. Ich glaube, 3 Minuten lang lädt der Antrieb auf. Problem ist, der Gegner kann das Ziel natürlich von Anfang an sehen. Ich müsste mich also hier irgendwie im Nebel verstecken. Mit dem Ding. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, ob sich das Schiff überhaupt im Nebel verstecken kann. Meine anderen Schiffe werfe ich irgendwie davor. Yes, Admiral. Ja, das ist von Anfang an identifiziert, ist das Problem. Awaiting orders. Targeting enemy vessel. Your orders. Machen wir es denen mal so schwer wie möglich. At your command. Understood. Oh At your Gott. command. Bitte komm da raus. Your orders. Orders received. We are the Imperial Schon mal Navy. nicht in ihre komische Stasisblase geflohen, das ist schon mal sehr Your gut. orders. Das erste Schiff, was hier kommt, das frisst auf jeden Fall schon mal richtig krass. Yes, Admiral. Achso, ich könnte mal so Cruising eine speed set. Augur-Ding da verwenden. Den sehe ich auch, gegen was ich kämpfe eigentlich. Enemy ship sighted. Ja, dann war schon mal auf jeden Fall ein Cruiser Target überrascht. Locked in. Enemy ship sighted. Ship ready. Der hier versucht auch durchzubrechen. Ship ready. Course plotted. Awaiting orders. At your command. Ja, du solltest ja nicht einfach nur rumstehen, das wäre sehr nett. Engines hot. At your command.
ready. Yes, Admiral. In einer Minute 8 kann ich mich hier rausporten. Ich muss natürlich dann auch noch schaffen, das ist das Problem immer. Yes, Admiral. Das ist immer das Problem. Course plotted. Ich möchte sie gerade ziemlich in die Ecke drängen lassen, das ist eher uncool. Damage teams, begin repairs now. Engaging. So, 30 Sekunden, ich kann eigentlich fast darauf spekulieren, dass sie mich nicht abfangen können. Muss ich mal, also ich werde es einfach probieren rauszuspringen, mal gucken, ob es klappt. Ich werde hier meine Schilde nochmal aufladen. Your orders. Engines to maximum. Setting course. So, jetzt erstmal möglichst weit weg. Your orders. Okay, die warpen glaube ich raus. Your orders. Das ist sehr von Vorteil für mich. Können sie gerne machen, habe ich gar kein Problem mit. Cruising speed set. Und ich versuche es auch einfach abzuhauen. Yes, Admiral. Targeting enemy vessel. So, jetzt vergehe ich hier raus, ohne irgendein Schiff auch nur zerstört zu haben. Jo, die hauen auch ab. Perfekt. Easiest mission of my life. Ich habe wahrscheinlich noch... Ich wäge immer ab. Will ich noch irgendwie Punkte machen, dadurch, dass ich ein oder zwei Schiffe noch zerstöre? Das Risiko ist natürlich aber, dass ich A, die Mission verliere, B, dass ich Schiffe von mir verliere oder Crew, also meine Crew quasi zurückgesetzt wird, durch das ein Schiff verloren geht. Das wäre eher uncool. Deswegen wähle ich meistens momentan noch die sichere Variante, weil ich mir selber noch zu unsicher bin. Ich finde es gut, dass hier die Klonbrüder kommandieren. Bisschen mehr Admiralsporträts wären ganz cool gewesen. Egal, wir haben gewonnen, sind Stufe 6 geworden, das ist schon mal richtig gut. Und haben dadurch sicherlich auch irgendwas Neues freigeschaltet. Neue Schiffsklasse oder mehr Missionen. Schauen wir mal. Gehen mal nach Port Moor. Da wird uns das ja angezeigt. So, ja, ein Slot für einen neuen Kreuzer freigeschaltet. Also könnte ich mir noch einen dritten Kreuzer jetzt sozusagen holen. Wäre eine Überlegung wert, vor allen Dingen, wenn mein einer jetzt gerade noch im Warp verloren ist. Das würde ich wahrscheinlich aber erst in der nächsten Mission machen. Aufrüsten kann ich gerade nichts. Ich könnte hier meine Escort-Schiffe mal aufrüsten. Das machen wir aber dann erst in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen für heute und bis dann.